Hallo ihr Lieben, ich bin's wieder, eure Heidi. Ich habe ja letztens diesen Action Haul gemacht und heute habe ich mir gedacht, wir nehmen jetzt auch mal ein bisschen Material davon, was ich gekauft habe. Und dabei ist rausgekommen diese Karte. Die schaut so aus. Es ist nicht alles vom Action, aber ich verlinke euch natürlich unten, wo ich die anderen Sachen her habe. So sieht die Karte aus. Ich hole euch mal groß. So, schaut mal. Und die möchte ich heute mit euch gemeinsam basteln. Und zwar brauchen wir, ich hatte bei Action gekauft, diese weißen Briefumschläge mit den passenden Karten dazu. Also diese hier, also der Briefumschlag weiß und der sah ja so aus, diese Karte dazu. Und dann hatte ich auch diesen Block geholt mit dieser Struktur. Und da hatte ich mir diesen weißen genommen. Mal gucken, ob ich den jetzt schnell finde. Das ist gelb. Ob der überhaupt hier. Diesen hier, ich zeige es euch eben. Mit dieser Struktur. Und da habe ich mir dann, damit das hier schön drauf passt, so auch so ein bisschen Abstand hat, den habe ich mir zurechtgeschnitten in 10 x 14,5 cm. So, das machen wir auch mal wieder weg. Dann hatte ich euch diese Stanzen gezeigt. Und davon habe ich genommen diese Stanze hier. Und zwar habe ich mir die dreimal ausgestanzt. Übrigens, das geht super. Und dann diesen Schmetterling. Den habe ich mir auch ausgestanzt. Einmal auch in weiß und einmal in diesem Transparentpapier. Schaut mal, das sieht so aus. Und dieses Transparentpapier, das habe ich bei Amazon geholt. Ich verlinke euch auch für diejenigen, die das interessiert. So. Dann habe ich diese Stanze hier benutzt. Das verlinke ich euch auch wieder, woher ich die habe. Und zwar habe ich das dann einmal im Weiß ausgestanzt und dann zweimal in Transparentpapier. Und davon brauche ich gleich nur die großen Blüten. Die schneide ich dann ab. Und dann habe ich diese Farben hier. Ich halte euch die mal ran. Und diese hier, vielleicht habt ihr da, ihr müsst die nicht nehmen. Ihr guckt mal, was ihr für Pastellfarben habt. Und dann würde ich sagen, legen wir einfach mal los. Schleifenband auch noch. Dieses Schleifenband hatte ich damals auch bei Action geholt. Aber wir legen jetzt einfach mal los. Ich kann euch das ja während des Videos noch erklären. Also, jetzt fangen wir erstmal damit an, dass ich diese mit diesem Papier, also dies auf Farbkarton, ausgestanzt habe. In weiß, jetzt ist es schon rausgefallen. Und zwar nehme ich jetzt einen Pinsel, jetzt muss man gucken, der war noch gar nicht benutzt. Und dafür nehme ich jetzt diese Farbe, dieses Rosé. Na, so, gehe da. Etwas jetzt, ich hole euch mal näher. So. Etwas hier rein, jetzt drehe ich das mal um, nehme mal die weiße Seite, gehe kurz hier aufs Papier und dann gehe ich da mal etwas über die Blüten. Ich verblende das einfach so in der Mitte von der Blüte. Ich zeige euch das gleich aber mal. So, im Prinzip reicht das schon. Schaut mal. Okay, dann, jetzt ist meine Karte hier umgefallen, die stelle ich mal wieder auf. Dann hatte ich dieses ja nochmal in Transparentpapier ausgestanzt. Dann nehme ich mir eine Schere und schneide mir einfach die große Blüte hier raus, weil die möchte ich haben. So, das andere brauche ich eigentlich gar nicht.
Das sieht dann so aus und das mache ich hier auch noch mal. Da schneide ich mir auch die große raus. Und wenn wir das haben, dann nehme ich dieses, kann es gar nicht aussprechen, also diese Farbe hier, ich halte es euch rein, rosa, für mich ist das rosa. Jetzt mache ich das mal aus, dann gehe ich hier wieder rein in die Farbe, kurz hier drauf und dann gehe ich in die Mitte der Blüte und verblende die, dass das dann so aussieht. Ein bisschen mehr. Das lege ich auch mal hier rüber. Und das mache ich bei dieser auch noch. Gut. Ach, das lassen wir gerade auf, weil ich das bei diesem Schmetterling, den ich habe den hier einmal in Farbkarton ausgestanzt und einmal auch in transparent. Und da gehe ich auch noch mal so an den Ecken hier vorne so leicht drüber. Das reicht im Prinzip auch schon. Und dann sieht der schon so aus. Gut. Dann können wir das wieder zumachen. Da hole ich mir noch die Farbe raus. So, dann habe ich dieses Grün benutzt. Und da, jetzt gehe ich erstmal hier drüber und dann nehme ich die Blätter hier und da gehe ich nur ganz leicht drüber. So, also nur so ganz leicht. Und nochmal, drei Stück habe ich ja davon. Gut. Dann mache ich die Farben wieder zu und stelle das mal rüber. Gut. Dann nehmen wir unsere Auflegekarte. Und dann habe ich das jetzt nicht direkt mit Flüssigkleber. Ihr könnt es mit Flüssigkleber machen. Aber ich habe meine Klebepunkte genommen und das alles damit festgemacht. Hoppala. So. Da habe ich drei Stück drauf gemacht, jeweils auf die Blüte. Und dann habe ich das, schauen wir mal so, wie es euch am besten gefällt. Ich mache natürlich, wie es mir jetzt am besten gefällt. Dann habe ich das hier draufgesetzt. Dann habe ich als nächstes den Schmetterling genommen. Habe ich mir auch einen Klebepunkt drauf gemacht. Den habe ich mir oben drauf gesetzt. Dann habe ich den Transparenten, das kann man ja auch noch so schön hier rausdrücken. Da habe ich mir wieder einen Klebepunkt drauf gemacht. Und habe den hier dran gemacht, genau. Dann habe ich mir, bevor wir jetzt die Blüten machen, ich habe einen weißen Stift, keine Ahnung, wo ich den mal gekauft habt. Vielleicht habt ihr weiße Farbe oder habt vielleicht auch so einen weißen Stift oder einen silbernen oder einen goldenen. Und da habe ich mir jetzt einfach so ein paar Punkte drauf gemacht. Das sieht dann so aus. Und hier auch
Muss man nicht machen. Ich finde den Effekt aber eigentlich ganz schön. Hier mache ich auch noch welche drauf. Und dann nehme ich wieder Klebepunkte. Und meine Karte klebe ich mir das hinten drauf. Und setze mir den zum Zoom. Und dann den zweiten. Den setze ich dann hier so drauf. Und dann nehme ich meine Blätter. Die kann ich ja noch so schön hier drunter schieben. Nehme wieder Klebepunkt, drücke den zusammen. Ihr könnt das alles mit Flüssigkleber festmachen. Schau ich, wie es am besten aussieht. Nervt mich das gerade mit der Uhr. Dann fixiere ich den hier auch wieder. Ihr müsst halt schauen, was euch am besten gefällt. So. Jetzt setze ich den hier oben dran. Und den letzten Zweig noch. Schau ich mal, wie der noch. Gucken, dass ich den noch etwas mehr runtergeschoben kriege. So. Und dann fixiere ich mir den auch noch. Gut, und dann sieht die Karte bis jetzt so aus. Ich hole euch mal ein bisschen weiter weg und die Karte näher ran. Gut. Als nächstes habe ich das Dekorieren begonnen und ich habe mir hier so die Schleife hingesetzt. Eigentlich muss ich das noch etwas drehen. Die setze ich mir hier so hin, auch wieder mit einem Klebepunkt. Ihr könnt das befestigen, wie ihr, was ihr habt und wie ihr wollt, ist ja klar. Ich nehme das jetzt halt mal und klebe mir das hier so dran. Dann hatte ich mir diesen vom Teddy, die Steinchen. Schauen wir mal, wie ich die aufmache. Hole mir die raus. Jetzt mal schauen, der klebt nicht mehr. Meistens bleibt dieser Kleber hier auf der Folie. Da muss man aufpassen. Da setze ich mir hier einen hin. Hier ein. Und
hier unten ein. Dann habe ich ja noch diese kleinen Glitzerpunkte. Also das ist dieses hier. Und die setze ich mir so auf die Blüten drauf. Muss immer halt gucken, dass dieser Kleber mit da dran bleibt. So, und dann habe ich meinen Aufleger auch bereits fertig. Jetzt nehme ich mir, ich hole euch kurz, die Karte, die ja schon fertig war, und klebe mir die hier drauf. Und zwar, den probieren wir mal aus. Wo habe ich ihn hin? Den hatte ich ja auch beim Action geholt und den möchte ich jetzt mal ausprobieren. Sonst hatte ich den immer im DM geholt. Haben wir mal wieder funktioniert. Kann den Aufleger auch vorher drauf machen, ist vielleicht auch sinnvoller. Aus dem Grunde, ne? So. Weil wir müssen ja jetzt über, weil wir das ja alles schon drauf haben. Also schauen wir mal, wie der Action. Super. Lässt sich super abholen. Gehen wir noch mittig drüber. Also der ist gut. So, jetzt versuche ich natürlich den gleichen Abstand zu bekommen. Ist immer nicht einfach mit dem Handy vor der Nase. Mal schauen, ob ich das jetzt hinbekomme. Ja, das passt. Und dann habe ich noch zu guter Letzt, da gab es ja diese großen Blöcke. Das hatte ich euch ja letztes Mal schon gezeigt. Und dann gibt es ja immer diese Schriftzüge, sage ich jetzt drin. Dann nehmen wir jetzt einfach mal dieses Gratulation. Da stanze ich mir mit meiner Stanze aus. Ihr könnt es wieder mit der Schere ausschneiden. Ich stanze das eben aus. Okay. Und mache mir das dann hier unten noch dran. Ich hole euch wieder näher. Nehme mir meine Klebepunkte. Ich muss euch noch ein bisschen anders so mit der Kamera. So, macht mir dann hinten die Klebepunkte drauf. So. Und so. Und dann klebe ich mir das hier noch so dran. Und damit, ich kann euch wieder größer holen, sind diese beiden Karten fertig. Und ich wollte euch mal zeigen, halt vom Action Haul, was ich da auch mit den Materialien, die ich da gekauft habe, auch bastle. Das werde ich jetzt demnächst auch öfters machen. Es bringt ja nichts, dass ich euch einen Action-Haul zeige und aus dem Material nichts bastel mit euch. Also, das ist das, was jetzt erstmal dabei rausgekommen ist. Ich hoffe, euch gefallen sie und ihr habt Lust, auch diese nachzubasteln. Also, bis bald, eure Heidi. Ciao.